Hallo, ich bin Babette, habe schon seit 13 Jahren ein eigenes Kinderschuhgeschäft in Leipzig und möchte heute was zum Thema Gummistiefel erzählen. Gummistiefel kennt jeder, braucht jeder und gerade jetzt ist die richtige Zeit dazu. Wenn ihr etwas mehr darüber wissen wollt, bleibt einfach dran. Hallo liebe Eltern und hallo an alle, die etwas mehr über Kinderfüße und die dementsprechende Bekleidung wissen wollen. Heute geht es der Jahreszeit entsprechend um Gummistiefel, um und über. So, an diesem Kleidungsstück für die Füße kommt ja mittlerweile keiner mehr dran vorbei. Jeder Kindergarten, jeder Tagesmutter, jeder Tagesvater verlangt nach so einem Stück. Und es hat auch irgendwo so seine Daseinsberechtigung. Einzig und allein muss ich ja mal sagen, es ist soweit, das einzige schuhähnliche Gebilde, was wir also im Fachgeschäft sehr ungern verkaufen, weil es eben halt null Passform hat. Wenn also dieser positive, praktische Aspekt nicht dabei wäre, dass da Kinder damit halt wirklich richtig schön rummanschen können, dass ein universelles Kleidungsstück jetzt gerade für diese wechselhafte Zeit ist, würde ich sagen, könnte man darauf auch verzichten. Aber wichtig ist vor allen Dingen erstmal, ich sag mal, Gummistiefel gibt es von klein bis groß, gibt es in verschiedenen Designs, von einfarbig bis bunt, mit Zipper, ohne Zipper, kann jeder entscheiden, wie er möchte. Alles hat irgendwo seine Vor- und Nachteile. Ich möchte an dieser Stelle allerdings immer erwähnen, und wir sagen das auch jedem Neukunden bei uns, der danach fragt, wir verkaufen Gummistiefel immer erst an Kinder, die schon laufen können. Also liebe Mamis von Laufanfängern, Krabblern, wie auch immer, egal wie das Wetter auch ist, es müssen andere zusätzliche Hilfen her, damit das Kind keine nassen Füße bekommt. Aber bitte für einen Laufanfänger keine Gummistiefel. Ich erkläre es auch kurz, warum. Wie man sieht, man hat hier also eine universelle Gussform. Ich will nicht sagen, dass sie jetzt unbedingt schwer sind. Sie sind schon relativ flexibel und ich muss so sagen, sogar auch relativ leicht. Das Einzige, was ich hier nicht kann, ich kann nichts einstellen. Also müsste ich jetzt rein theoretisch so lange suchen, bis ich jetzt als Mama oder Elternteil generell den optimal passenden Gummistiefel für mein Kind gefunden habe, weil auch da gibt es eklatante Unterschiede. Es gibt also immer Lieferanten, die ein bisschen weiter, die ein bisschen höher arbeiten. Es gibt auch welche, die ein bisschen schmaler arbeiten und es gibt auch welche, die besonders klein ausfallen. Aber wie gesagt, so richtig gut sitzen an Kinderfüßen tut er niemals. Hier haben jetzt zum Beispiel alle unsere kleinen Knuffelfüße oder alle Kinder mit hohen Spann haben natürlich den enormen Vorteil, dass man jetzt hier nicht unbedingt mit zusätzlichen Sohlen arbeiten muss, wenn die Passform dementsprechend noch nicht da ist. Zu diesen Jahreszeiten, wie wir sie jetzt haben und von den Temperaturen, erwähne ich es bitte immer noch mit dazu, egal wie der Schuh auch innen drinne gefüttert ist, sollte er kein hundertprozentiges dickes Schurwollfutter aufweisen, wie es von manchen Lieferanten angeboten wird, dann sollte man also hier immer eine dicke Socke mit in Betracht ziehen, die hier reinpassen muss. Ohne Socke keine Passform, ohne Socke keine einigermaßen Warmhaltung der Füße, weil Naturkautschuk, PVC, auch was es da alles gibt, es kühlt aus. Also es hält die Körperwärme nicht. So, weil es hat nämlich die unangenehme Eigenschaft, sich der Umgebungstemperatur anzupassen. Das heißt, wenn ich also so 7, 8, 9 Grad habe, dann wird auch der Kautschuk dann relativ kalt, da wird das PVC kalt und demzufolge null Wärmehaltung. Solange wie Kinder immer Aktionen sind, ist das alles kein Problem, aber Schwitzen ist natürlich dann auch mit angesagt und dann sind wir beim nächsten Thema, Atmungsaktivität. Bei so einem geschlossenen Material wie PVC oder Naturkautschuk ist natürlich null Atmungsaktivität drin. Man kann es gegebenenfalls verbessern durch diverse Sölchen, die man dort einlegen kann. Und da würde ich euch immer bitten, achtet bitte auf eine Sisal-Kokos-Unterlage. Das ist ein breiteres Geflecht aus pflanzlichen Fasern, die also eine gewisse Zirkulation zulassen und mit einer natürlichen Oberfläche, sprich also Baumwollfrottee oder Wollfilz, kann man dem Fußschweiß in bisschen eindämmen. Ich erwähne es ein bisschen, aber nicht ganz. Den anderen Vorteil haben auch dann diese Sohlen, dass man die also dann durchaus auch mal waschen könnte oder auswaschen könnte, reinigen könnte, wie auch immer. So, auch dann kommen wir jetzt noch mal hier zu sprechen auf die gängigen Fütterungsarten bei den Schuhen.
Wir haben also hier ganz normales Netzfutter, Polyester-Netzfutter. Es geht ja immer bloß darum, der Kinderfuß, das Bein des Kindes soll ja nicht mit dem Material in Berührung kommen. Es kann ja durchaus auch zu allergischen Reaktionen führen. Aufgrund dessen hat man sich also entschlossen, immer einen Zwischenträger zu nehmen, der praktisch jetzt auf diesen Schaft aufgebracht wird und worauf dann sozusagen das Gussmaterial oder wie hier in einer Pressform das Material dann aufgebracht werden kann. Also Innenfutter. Hier hätten wir das Ganze mit diesem Netzstrumpf, sage ich jetzt mal, der aber gleichfalls fest mit dem Außenmaterial verklebt ist. So kann man das ja ruhig sagen. Es wird ja heiß aufgebracht. Jawohl. Und dann hätten wir eben halt die ganz normale, so wie wir es an 365 nicht, also an 300 Tagen so in etwa anbieten, normal mit dem Baumwollsocken oder Baumwollinnenfutter. Das, was jetzt größtenteils gewünscht wird, ist also dieses Polyesterfutter, Polyester-Acrylfutter. Das ist so ein leichter Flor. Ich zeige es mal so ein bisschen in die Kamera. Dann hat man hier also so ein bisschen Puschel-Puschel. Ja, auch das hilft mit bei der Wärmehaltung, aber wie gesagt, Atmungsaktivität und längeres draußen sein ist dann nicht bei den Temperaturen von Anfang an mit warmen Füßen möglich. Und dann haben wir natürlich auch noch hier das dickste, was ich jetzt hier derzeit habe von einem Anbieter, auch noch mal ein richtiges plüschiges Polyester-Acrylfutter. Ich zeige es bloß mal ganz kurz hier mit rein. Ist also auch was zur Wärmehaltung und der absolute kleine Snowboot für kurze Tage. Ne? So, was wäre noch zu erwähnen? Ja, Passform, wie gesagt, sollte man dann immer mit dementsprechenden Sohlen ein bisschen verbessern. Und was natürlich auch wichtig ist, der Zipper. Ich sage immer mal, der Zipper spart manchmal auch die Regenhose. Deswegen hier bei diesen drei Modellen kann man durchaus sagen, kann ich auch mal die Hose reinziehen. Schließe das Ding hier oben und dann schwappert es mir nicht gleich in den Schuh rein. Alles andere kann natürlich ganz bequem über die Regenhose oder unter die Regenhose gezogen werden. Oder man zieht hier die Regenhose rein. Das sei jetzt dem Träger selbst überlassen. Aber auch hier muss ich leider wieder mit drauf hinweisen, dass also kein Lieferant gleich ausfällt. Ich habe mir jetzt mal die Sohlen herausgenommen. Und dann sieht man also schon selbst als Laie so kleine eklatante Unterschiede, dass also das, was ich sagte, der eine fällt immer ein bisschen breiter aus, der andere ein bisschen schmaler. Hier haben wir das nochmal ganz genau zu sehen. Ja? Hinzu kommt natürlich dann auch noch mit der Größenunterschied. Also ich habe jetzt hier dreimal die Größe 26 und hier fällt es eben halt so unterschiedlich aus, dass man sagen kann, also die eine 26 ist mir schon ein bisschen arg klein. Ja? Deswegen wieder mein Hinweis, mein Tipp, es sind alles nur Zahlen, es sind keine Größen, also keine einheitlichen Größenraster. Deswegen als Kunde immer ein bisschen kritisch sein, dürft auch gerne überall die Sohlen mal mit rausnehmen, da wo es herauszunehmen geht. Aber das geht, ich sag mal, bei den allermeisten Modellen auf jeden Fall, sofern es keine Billigprodukte sind, muss ich leider immer wieder so sagen. So, und damit kann man immer das überprüfen. Das heißt, wenn ich hier genügend Platz habe, ein Gummistiefel sollte nicht zu groß gewählt werden, weil er logischerweise nicht richtig sitzt. Und wenn ich dann hier mit einer Sohle aufbaue, ich zeige das bloß mal ganz kurz. Ein kleiner Hinweis an liebe Eltern. Es kommt da dann immer so ein ganz netter Einwurf, wo man dann sagt, ja, dann lege ich jetzt eine Sohle rein. Ja. Das ist zum Beispiel wieder der Hinweis, dass unser Sohlenanbieter wieder etwas kleiner ausfällt. Ich muss hier eine 27er Sohle für einen 26er Gummistiefel nehmen. Und dann kommen doch meine Eltern immer auf die gute Idee, ja gut, wenn das im Frühjahr dann noch tragen soll, nehme ich doch einfach die Sohle raus und dann passt der Schuh doch länger. Was ist jetzt hier der Fehler? Wir können die Länge des Schuhes nicht verändern. Der Schuh bleibt in seinen physikalischen Größen, so wie er ist, muss man eindeutig so sagen. Das Einzige, was Sie mit einer Sohle verändern, ist die Weite. Also Sie machen ihn enger, aber Sie machen ihn nicht kleiner dadurch. Bedeutet also, wenn der Schuh in der 26 im Herbst zu klein ist, dann passt er auch in der 26 nicht mehr im Frühjahr. Auch wenn ich die Sohle gegebenenfalls herausnehme. Sie machen ihn dadurch nur weiter. Das Kind rutscht also aufgrund der Weite etwas mehr im Schuh hin und her.
hat aber von der Länge her gesehen keinen Platz. So, ich hoffe, ich habe euch jetzt genügend Material oder Stoff zum Nachdenken hinterlassen. Ich wünsche noch einen schönen Tag und man sieht sich. Also bis dann. Tschüss.